Willkommen zurück zu Professor Place, Fallout New Vegas im Land der fliegenden Hunde und mutanten Omas mit Raffi. Als Konsistenz. Willkommen zurück. Konsistenz schwebend. Ja, wir sollen den. Am Ende den Nightkins, also den Mutanten, die einen Schaden haben, weil sie. Weil sie zu viel Stealth Boy verwendet haben, helfen. Und das involviert. Jetzt haben wir einen Quest. Morden. Ja. Das lustige da. Ah, das sind nur manche Nightstalkers, die unsichtbar sind. Das hab ich wieder vergessen. Sorry. Ja, das relativ lustig unter Anführungszeichen. Hier musst du aufpassen, weil hier ist der Legendary Super Sledge. Oh, Baby! Sledgehammer. Hier in diesem Raum, dann brauche ich vermutlich schon ein bisschen. Nein, bei dem Quest, also bei der Quest-Marker. Okay. Ich schleich mit einer Power Armor und einem dreidimensionalen Hallo, Halo. Ein Hallo hier, genau. Denke ich. Das ist so ein Techno-Heiligenschein. Nicht schlecht. Ja. That looks wrong. Indeed. Das Nachladen mit der Trommel ist, und ich weiß, das ist wieder Frage, und wer lädt die Trommel nach, ja, aber... The Pip-Boy. Nach dem Radiation in den Fallout-Spielen eh größtenteils. Das ist das Schöne mit dieser Schrotflinte, man kann einfach unheimlich blöd in die Gegend schießen. Oh yeah. Das für komische Nightstalkers. Ja, die sind das könnte schon die richtige Stelle sein. Das Pipa-Licht ist auch so. Die sind aber mächtig, die können ganz. Das Problem ist, es ist schwer in dem Licht, den Hund von den Nightstalkern zu unterscheiden. Hä? Die haben mir doch eine klar unterschiedliche Silhouette. Schön, dass das bei dir funktioniert. Ah ja, hier sind wir, richtig. Und direkt neben dem liegt gleich der Super Sledge. Ah, okay, also am Ende, die haben am Stealth Boy geknabbert und das hat sie mystischerweise unsichtbar gemacht. Das ist selbst für Fallout-Verhältnisse ziemliche Cargo-Cool-Science. So, und das droppt uns hoffentlich irgendwo ausgängig. Ich finde schön, dass Rex und Lily das machen. Erstes Mal, man kann argumentieren, dass der Hund tatsächlich einen Vorteil hat, weil er die Viecher riecht. Nein, das ist generell Fallout Companions ignorieren Stealth. Es ist immer schön, wenn Spielmechaniken vom halben Spiel ignoriert werden. Nichts gefällt mir mehr. Hey, sie dürfen nur nicht vom Spiel ignoriert werden. Wo waren wir eigentlich das letzte Mal beim Aufleveln? Ich glaube, wir wollten. Oder brauchen wir Barter für irgendeinen Carry Perk oder so? Ich glaube, Barter für Carry Perks wollten wir nehmen. Dann sollte 80 eher mal ein Schritt sein. Ich wollte dann aber eher in Richtung Explosives machen, weil wir im letzten DLC recht gute Explosive Weapons kriegen. It shall be done. So, jetzt schauen wir mal. Level 36. You can sneak with a people alive. Ja, ich meine, das ist...
Das zeigt, wie wertvoll die Perks in dem Spiel sind, wenn man für sowas einen Perk aufwendet. Just saying. Ich glaube, das, was du wolltest, war Strong Back und Burden to Bear. Ja, ich meine, Lessons Learned. Müsste man sich mal statistisch durchrechnen, also nicht mathematisch durchrechnen, wie viel extra Levels einem Lessons Learned wirklich bringt, aber man kriegt es mit Level 26, also sehr spät. Mhm. So. Aber wenn man dann sagt, 30% mehr XP, beginnt dann schon interessant zu werden. So, ich suche gerade, weil ich vermute, die wären eigentlich mit niedrigeren Levels. Longhaul ist teilweise praktisch, also weil du sich's einmal genommen hab. Ja, das sind auch so Nischenanwendungen, ja, theoretisch könnte man dann. Terrifying Packrat. Packrat ist eine Möglichkeit. Mhm. Zahlt sich Terrifying Presence wirklich aus? Nein, es ist einer der. Es ist ein Meme-Perk praktischerweise, der. Ja. Der ein paar. Dann nehme ich Packrat. Ja. Genau. Und dann würde ich halt gerne auf den Explosive-Tree gehen. Ja. So, um aufzuholen, dass wir die nicht gescheit in Fallout 3 haben spielen können. Ja, also ein bisschen nutzlos, aber ja. Ja, das Inventar ist schon ein bisschen weniger choked. Ja. Das ist die Frage, wie Stacks sieht, also wie es eben bei Einzelins. Aber hoffentlich. Droppt uns das wieder beim Eingang oder bei der Höhle, wo wir gerade waren? Hm. Ich glaube, das droppt uns bei der Höhle, wo wir gerade waren. Und aber das schaut wie der Eingang aus. Ja. Ein episches Quest voller Tiefe und Komplexität. Und da muss man teilweise schon sagen, das ist der Weg runter. Bei manchen Spielen wäre es nicht schlecht, weniger Quests, dafür mehr als geh in die Höhle rein und da schieß alles. Aber das ist immer auch die Frage, was für ein Genre man auch sein möchte. So, wo zur Hölle geht's? Das ist ja auch erst der erste Teil der Quest. Ja, ja. Wie viele weitere Höhlen müssen wir noch besuchen und alles drin erschließen? Keine. Wir haben literally noch 2 Skillchecks, um das beste Ende von der Quest zu bekommen. Weil das ist leider eine befeste Quest. Hi Markus. Schön dich wiederzusehen, auch Fallout. Nach dieser kurzen Unterbrechung mit Fallout 3. What happened in Fallout 3 stays in Fallout 3? Hopefully we did our best to contain this mess. Ja, leider können wir nicht von dem Ende weiterspielen. Ja, weil das die Fallout 4 Story nicht hergibt. Is there something else I can do? Found a chewed up stealth boy. There's still power, but the casing is cracked. I'm astonished that exposure to the stealth radiation could induce mutations so rapidly. More important, stealth radiation. Yes, I'm taking offense at the words stealth radiation. Come up with a cure for the Nightkin. There's only one avenue left for me. I need to run the Mark II test on Lily. It's the only way. I'll talk to Lily then. Ich möchte wahrscheinlich wissen, bei Lily. Ich nehme an, weil sie Volt. Ja. Lily is eccentric, certainly, but I've never felt she was dangerous. More importantly, she asked if she could. Ethik, Studienethik. Ja, und er kommt von der Enclave. Ja, informed consent und still that's the most scientific guy I think so far in the whole series. Ich meine, er hat, glaube ich, gelernt von der Zeit von hier, injected einem Supermutanten dieses Serum and then they melt. Aber falls er das war oder was auch immer, müssen wir noch nachschauen. What are the risks? Immediate and permanent okay. Metal damage. There's a reason the Stealth Boy Mark II's never got beyond the prototype stage. Lily already has a pre-existing condition. And the experiment will likely make things worse for her. Oh. Okay. Lily, we have something for you. My, but that lucky 38 is a large building. A
And you have no idea how Lily knows that. Omnipresent. Vom Berg gesehen. Nein, ihr shared companion hive mind. A companion hive mind. Following us since. Das haben wir sicher seit der Cathedral in Fallout 1 dabei, bei den Psy-Experimenten. Und das wäre nicht die schlimmste Hypothese, die ein Fallout haben kann. Okay. Help Experiments, of course, bla bla bla. A true hero. Hello. The equipment is hooked up and ready. Go ahead. Please stand back. All right, power on the stealth boy, Lily. High class science. Feels strange. Strange, but good. Interesting. Try thinking aggressive thoughts now. Think about smashing a rad scorpion. Lily smash! Yeah! How were those readings looking, Calamity? Stealth field is unstable and scrambling things. The readings. Woher weiß sie das? Zero. So will sie da nämlich buggen, ich weiß. Sie sollte bei der Konsole. Danke, Engine. Alright, we're done here. Go ahead and power the stealth boy down, Lily. Bugtester Engine. I'll get back to you on that in a moment, once I've analyzed the results. Uh-oh. My request is perfectly reasonable. Give us the stealth boy specs, and there will be no need for us to splatter the room with your insides. I also have a perfectly reasonable request. Fuck off, and we won't have to splatter the room with your insides. Und zum Glück haben wir Speech 80. Ja. Ah, warte, ich habe schon wieder das Bild verfickt. Ja, so. Fuckomancy, yeah. So. What do you in the wasteland affect all the what you do in the wasteland affects all mutants here. But you didn't think of that, did ya? Ja, mit einem IQ von, ich weiß nicht, 35. No, I didn't. Not until now, anyway. Very well, human. You've made your point. And I withdraw my request. Oh. Es tut weh. I've never seen anyone able to talk their kind out of anything once they had their mind set to it. Because these people only had speech 79 and below. It's occurred to me that this brief test might not yield a cure anytime soon. However, if Lily were to continue to wear the prototype. Use neuropeptide stimulators on Night Stalker brains. We should. Results should be similar to a live brain. Ah, und das gibt uns das gute Ending, weil sie den Stealth Boy nicht tragen muss und damit nicht degraded. Genau. That's brilliant. Simple yet elegant. I can't believe I didn't. Because you only have science 89 or lower, apparently. Mr. Verskilled. Oh ja. Oh, Fun Fact, das erinnert mich daran. Sie haben die Special Stats der Charaktere der aus der TV-Series. Ja. So, und ich finde nicht, dass sie zu dem passen, wie sich die Leute verhalten. Das wissen wir. Aber sei mal ehrlich, wie oft verhalten sich Leute nicht so wie ihre RPG-Characters? Stats-wise. Fair point. Wie viele In-Dump-Characters die taktische Genies sind. Fair point. So, na, hat sie warum? Jetzt. Müssen wir jetzt mit ihr noch irgendwas machen? Nein. Gut, dann schicke ich sie zum Hive Mind. Ja, ihr Companion spezifisches. Spezifisches.
Ihr Companion-spezifisches Ding ist relativ interessant. Es triggert nämlich erst nur, wenn sie unter, ich glaube, 50% fällt, hat es eine Chance, dass sie eine spezielle Reaction triggert, auf die wir sie dann ansprechen können. Was ist eigentlich Bitter Springs? Ist das ein NCA-Ding, weil wir accepted sind? Ja. Bitter Springs ist das Camp, wo Boon vor allem ist das, wo ein paar Miscommunication-Fehler passiert sind. Also und sollten wir Boon mitbringen oder nicht? Lass mal erst. Noch nicht ganz. Also für ihn wird es dann später wichtig. Ja. In Bitter Springs war ein großes Camp der Great Khans, was die NCA dann auflösen wollte. Nur was die NCA zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass fast nur Non-Combatants, also Elderly, Children and Injured dort waren. Aber sie haben also gutes altes US-Policing angewandt und einen Haufen wehrlose Leute sie ruhig gestellt, weil sie haben sich bedroht gefühlt von Großmüttern. Ungefähr, und das Problem yes, dabei ist, I see. Boon war da halt auch beteiligt daran, was ihn ein wenig geschädigt hat. Und was bei der Quest, wenn man sie mit Boon macht, auch rauskommt, ist, dass viele von den Soldaten gesehen haben, dass da Leute ohne Waffen ihnen entgegenkommen. Und dann sehr oft die und das dann halt auch nach oben weitergeleitet haben. Und als Antwort zurückbekommen haben. Ja, und als Antwort zurückbekommen haben, mir egal, schießt einfach. Which way did? Oh. Ja, vor allem das stackt mit dem normalen Perk von Psycho. Ah ja, sie haben eine Meinung. Ja. Aber es gibt gutes Environmental Storytelling, aber wenn du da reingehst und das siehst, hast du schon einen Verdacht, was die davon halten. So. Außerdem, die sind das Fahnen oder Fetzen, ja, whatever, ja. Fetzen. Gohort, ah ja, die Khans, die so tun. Ja. Aber eigentlich keine Ahnung haben. Aber das heißt, Khans sind ja keine mehr über angesichts. Nein. Ich meine, die Flagge hängt umgekehrt. Das ist aber auch ein Environmental Storytelling sein zum Thema, was da abgeht. Schön, dass dir das auffällt. Es ist in der US-Politik auch gerade so eine Geschichte, also. Ja. Ja. Wow, hey, it's you. What are you doing in Bitter Springs? Wait, who are you? Did we meet that guy? Who is that? Nein, aber das liegt daran, dass an der Reputation, Ja. Well, one thing we do have is a good supply. Machen wir das einfach, damit sie... das er verkauft uns nichts, wir könnten jetzt natürlich... Ich glaube, wir müssen mit dem Lieutenant reden, die hinter seinem Zelt ist. Die sagt uns dann, dass unter anderem auch er Zeug braucht. Ich habe das irgendwann vor Jahren mal gespielt, ich habe nur keine Ahnung mehr. Ich nehme an, die sind so pissed off von dem, was sie machen mussten oder die NCA getan hat, dass sie damit ihren Unmut zeigen. Nein, das liegt daran, dass das Refugee Camp Bitter Springs gerade nur Probleme hat, die wir lösen können. Ja, Captain. Ja. I've been sending requests for relief for months now. Didn't think they'd send you though. Ah ja. What is this place? This is the Bitter Springs refugee camp. We've been maintaining it for a few years now, ever since Caesar's Legion started seriously pushing west. Most of the people here were displaced by the Legion's advance. At first, there weren't many. But lately, it's been more than we can handle. All five of them. Yeah.
Why are there so many great Khan techs around the camp? This whole area used to be a great Khan encampment before they relocated to Red Rock Canyon. We just haven't had the manpower to clean it all up yet. Weißt du, keine Absatz daran? This camp is in bad shape, and if we don't get relief soon, I don't know what will happen. Yeah. What can I do to help? At this point, I'll take anything you can give me. We need more troops, fresh supplies, and medical relief. As if that wasn't enough, someone's been coming out of the mountains at night stealing supplies. Yeah. The new troops sent, I don't know. The NCR's stretched thin. Maybe if their situations improve, they'd have men to spare. Okay, wir müssen mit denen sprechen, was braucht er? Genau, das sind tools, die Camps. The army used to ship out okay. Das Lieutenant Markland about. Camps sind eine Questline. At first it was just supplies going missing. We figured it was refugees. Then people started dying. Always a single bullet to the head. Always from extreme range. We know he must be hiding out in one of the caves up in the mountains. Oh. Warte, ich erwage. Sure. Ja. Seid ihr einen perfekten Quest an, um Boon mitzunehmen für Sniper-Duell. Aber ich weiß, wir gehen in die Höhle und dann ist der Sniper plötzlich harmlos. Ich erinnere mich noch, dass es das Quest gab. Ich erinnere mich nicht mehr, was war. So, und eigentlich wollte ich ja mal das andere Quest machen. Aber das ist klassisch bei diesen Spielen. Man geht irgendwo hin. Und ist sehr gut darin, 5 Quests zu finden am Weg zu einem Quest. Ja, vor allem, worüber ich genau reden wollte, dass man Hilfe dafür organisiert, ist die, oh ja, du musst zuerst alle Camps dafür sorgen, dass alle Camps keine Probleme mehr haben und dann hast du es geschafft. Was in einem Camp darin resultiert, dass du eigentlich genau dafür sorgst, dass eine Unit sich besser verhält, eine... Ja, irgendwann ist es auch noch wichtig, dass du dann einen Fiend-Typen umbringst. Ja, dass man alle Fiend-Leader umbringt. Da gibt es auch die interessante, weil das eines der Sniper-Squads mit actually named Charaktern ist. Und ich sage mal so, das ist der Unterschied, wenn man keines der Argumente in sinnlose Filler-Quests oder Content, der die Welt ausflasht. Und ich würde sagen, der Unterschied ist, basically, ist es ein Quest aller Bring Me 5 Gecko Skins oder ein Quest aller Kill X bla bla, oder wie Fallout 4 dann die respawnenden Faction Quests hat? Ja. Oder ist es tatsächlich sowas, wo das ein bisschen Storytelling betreibt im Sinne von, das ist eine Gecko. Anna? Und das sind ja diese netten Views, finde ich, die das Spiel hat. Das ist doch einfach geil. Genau. Da hast du vollkommen recht. Das sind einfach die Sachen, die die kleinen Nebenquests in Fallout New Vegas einfach so viel besser machen. Okay. Oder erinnere dich an Westside, wo es die Quest waren, rede mit den 2 Gruppen jeweils. Und es ist ja auch nicht so, dass, seien wir ehrlich, die Quests in Fallout 2 alle so... Ach, bin ich wieder ein Hügelding, sie zu... Also die Quests in Fallout 2 waren ja auch oft nicht die... Oh, und jetzt haben wir... Ja, eine der Quests war ja literally... Füllholz in der Distillerie auf, in der Distille auf. Ja, aber das ist, ich sage mal so, wenn man ein Entry-Level-Quest hat, auch nicht unbedingt schlecht. Kenne ich mich gerade schon gar nicht mehr aus. Also wir müssen darauf, okay. Ja. Wie auch immer wir darauf kommen. Oder ist es da? Nein, es ist da drin. Bloodborne Cave. Das ist übrigens älter als das Bloodborne-Spiel, also von dem her. Mhm. Ja. Hm.
Ja, also wenn es ein Quest sozusagen Leben dem Ganzen gibt, ist es cool. Wenn es nur dazu führt. Das ist übrigens ein sehr berühmtes Gate, weil direkt dahinter eine Tripwire ist, die die meisten Menschen übersehen. Danke. Was löst die Tripwire aus? Eine Mini-Nuke? Ein Grenade-Bouquet. Ach so. Totenkopf-Rounds. 12,7mm ja. Submachine Gun, hört sich special an. Oh yeah, Funky Skellington. Nein, das wollte ich nicht. Irgendwas wollte ich noch an epischen Gedanken. Ja. Aber genau, ich meine, die. Es ist. Nice. Das war ein bisschen was. Es macht zumindest Sinn, dass Leute tatsächlich irgendwo Geld verstecken und nicht. Drei leere Tincans, möchte ich sagen. Ja. Ich neige dazu, auf Überraschungen circa so zu reagieren wie meine Katzen. Nur, dass die Katzen nicht mit Schusswaffen bewaffnet sind. Sind wir froh. Ich könnte auch noch fauchen. So. Aber ich glaube, dass das nicht beeindrucken wird, dass sie es nicht hören werden über den Waffenlärm. Es sind gerade 3 Tauben auf meinem Fensterbrett gelandet. Na, das wird den Katzen auch gefallen. Heute in der Früh war eine Krähe draußen, kannst du dir vorstellen. Was das für Interesse erzeugt hat. So. Du hast gerade einen Legendary Nightstalker genietet. Ich habe das Gefühl, dass eine Riot Shotgun eine ziemlich gute Waffe ist für so eine Situation. Ja, aber das liegt generell das automatische Schrotflinten. Es gibt einen Grund, warum automatische Schrotflinten verboten sind, generell. Da gab's, ich meine, also vielleicht zum ich weiß, bei Shadowrun war das ja, also bei dem Pen and Paper RPG Shadowrun war das ja durchaus auch eine Sache. Was man machen kann. Ah, ich kann das dem Nightstalker Shit-Antivenom machen. Nice, das wenig mehr brauchen, aber. Nice. Weil wir schon einen eingebauten Toxinfilter haben. Ich glaube, das ist neben dir auf dem Haufen Steine oben gewesen. Da. Da? Da. Würde ich sagen. Also genau, da gab es ja auch, also bei Shadowrunners hat ja auch einige ziemlich massive Waffen von Sturmkanonen. Und da gibt es auch, da. Da ist es. Da gibt es auch die Remington Room Sweeper automatische Schrotflinte. Ja, vor allem der Punkt ist, du hast einen gigantischen Haufen Knockback. Du pumpst je nach Munitionstyp sehr viel Schrapnell in die Gegend. Und hast keine Kontrolle darüber, wo es hingeht. Das ist in der Tat keine sehr. Man sagt, ja, das ist eine Waffe, die sehr schwer Anwendungen findet außerhalb von Amokläufen und Terrorismus. Weil was machst du mit der automatischen Schrotflinte? Die Polizei kann es technically nicht brauchen, weil das eine Polizei theoretisch nicht Räume einfach mit Blei saturieren sollte. Wie du das schön sagst, sollte. Ich versuche realistisch zu bleiben, aber... Wir wissen ganz genau, dass es Staaten in den USA gibt, bei der die Polizei das sicherlich durchbringen würde und tatsächlich auch einsetzen würde. Ich meine, im Prinzip Shotguns, das reden wir auch von Waffen, die ja teilweise militärisch, vor allem in der Bunkerkriegsführung vom Ersten Weltkrieg, in Grabenkriegsführung vom Ersten Weltkrieg verwendet wurden, wo es halt so ein... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht einen schnelleren Weg gewesen. Möglich. Wo man sagen würde, okay, du gehst in einen Graben rein und wenn du jetzt einen Trench ausräumst, da ist eine gerade Linie vor dir und alle, die da drin sind, sind deine Feinde, theoretisch.
siehe Friendly Fire, isn't, ja. Aber wo du argumentieren kannst, da so einen Korridor mit LEDs zu saturieren, hat zumindest einen militärischen Sinn. An all diesen Stellen, das ist eine ganz andere Diskussion als Menschlichkeit und Legalität, aber... Alleine um zu beweisen, wie tatsächlich, wie nützlich das war, es hat dir hatte dann auch währenddessen Deutschland die USA angesucht, sie sollen bitte damit aufhören, Schrotflinten zu verwenden. So genau habe ich das nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, da war irgendwas mit den Schrotflinten. So, ich würde sagen, wir holen uns jetzt. Genau, während sie selber schön brav weiter Flammenwerfer verwendet haben. Sicher, dass nicht umgekehrt war. Ich assoziiere mich mit den USA mit den Flammenwerfern, aber das war auch im Zweiten Weltkrieg. Ja, im Ersten Weltkrieg haben es die Deutschen als erstes Mal verwendet. Ja. Da haben sie auch Feuerwehrleute häufig dafür verwendet, am Anfang, weil die sich natürlich am wenigsten von den Flammen... Die haben Feuer im Namen, die müssen dafür geeignet sein, obviously. Ja. Genau, ist ja nicht die Wasserwehr. Was? Ja. Ja. Na, aber wo man an dieser Stelle immer wieder... Diese grundsätzliche Diskussion in der modernen Kriegsführung, also in der industrialisierten, ach damit, nach was für Kriterien ist es okay, viele Menschen auf einmal umzubringen? Was macht dann ein Kriegsverbrecher und eine Gräueltat daraus, sie möglichst schnell umzubringen? Und das hat... Da gibt es natürlich verschiedene Philosophien. Man sagt zum Beispiel chemische Waffen deshalb, weil es wirklich ein sehr grauslicher und Weg ist zu sterben, wo du argumentieren kannst, dass teilweise, dass wenn du am Point Zero eines Nukes bist, dann fühlst du wenigstens nichts, weil du schneller verdampfst, als deine Nerven reagieren können. Während, wenn du Senfgas abkriegst, hui. Gut. Ja. That sucks. Wenn wir mit Caesar reden wollen, ist es vielleicht keine gute... Ja, aber wir sind jetzt noch nicht in dem Caesar... Ja, für Caesar. Ich weiß, okay, aber in der Episode... Wir sind eine halbe Stunde in einer Episode. Ich würde das dann für die nächste machen. Okay. Und hättest eher für... Ich nehme an, es gibt noch ein Deathclaw-Quest vom Thorn. Am Ende war der Hunting Revolver ist auch ein bisschen underwhelming. Die Shotgun brauchen wir gerade nicht reparieren. Zahlt sich's aus über die Chainsaw. Was haben wir hier? DPS 71, 106. Aber 20, okay. Ich bin gewillt, den Hammer auszuprobieren. Oh, Solo Rifle ein bisschen lusch. Rosa Hammer auch ausprobiert. Da würde ich jetzt, vielleicht wenn wir eventuell Deathclaw jagen müssen... Also, Anti-Material Rifle mitnehmen und was für, und wir haben Fire Geckos, wir haben wenn dann jetzt, wir brauchen sowieso für El Cazadores und Deathclaws dieselben Bewaffnung, also passt das eigentlich. Riot Shotgun, Hunting Shotgun wird nämlich an für die Viecher passen, aber da können wir ein bisschen entschlacken an der Stelle. Ja, und irgendwann einmal müssen wir dann vielleicht wieder eine Runde gescheit. Ah, der Rebreather, okay, ich habe damit geschreckt. Ja. Aber eigentlich so dringende Crafting-Bedürfnisse haben wir auch nicht, oder? Nein. Microfusion Cell Max Charge könnte man ein paar machen, oder? Technically yes. Man, that's the toy car logo. Indeed, very important. Red Misk. Okay, da landet ja alles drin, weil es auch in der Küche ist. Und ich habe gleich begonnen, Sachen reinzuschmeißen, die technically an den Kühlschrank gehören sollten, aber wurscht. Meh. Haben wir jetzt am Ende von den Magazinen irgendeins wirklich verwendet? Ein paar haben wir tatsächlich verwendet. Gut, aber ich glaube, bald könnten wir schon sogar welche weglegen, aber ja, egal. Also nein, jetzt definitiv nicht mehr. Passend zu dem
mit den was sind brutale Kriegswaffen und dann liest du dir das Abkommen wegen der Streumunition durch und stellst fest, das haben genau die Staaten unterschrieben, die es nicht anwenden, weil sie es nicht produzieren. Ja, wie ist es mit Österreich, die sagt, nichts Nuklearwaffen. Ja, danke Österreich. Kostet mir politisch nichts Bekenntnisse. Und das ist alles, warum ich da deshalb ein bisschen grantig bin, wenn Leute dann anfangen mit, look at me, I'm totally not doing the things that I would anyways not do. Das ist halt kein Virtue, das ist... Und ja, nee, weil... und dann hast du die Staaten, die auf den riesigen Vorräten von Chemiewaffen sitzen, wobei da ja jetzt angeblich, glaube ich, ziemlich alles offiziell Deklarierte zerstört wurde in den letzten Jahren, was natürlich nicht heißt, dass es... Warum Camp McCarran? Ja, das frage ich mich auch. Vor allem, wenn du direkt zum Throne reisen willst. Ich suche die Gunrunners, ich bin blöd. Ja, diese... Oder das finde ich, das ist relativ ähnlich, wenn Wiener Firmen in internationalen Ausschreibungen reinschreiben, so Sachen wie gratis Healthcare und oder gedeckte Healthcare und vor allem in Wien gratis Öffi-Ticket. Und also, you guys literally didn't do anything to get that. I mean, it is an advantage in the international market. But you didn't do anything. Yeah, don't pretend you did anything for that, yeah. Das Center Blood, ich finde was gut. Keine Ahnung. Ich glaube, dass das Centaurs einfach auch Loot haben. Ah, den Hunting Revolver müssten wir eigentlich noch einmal mitnehmen. Genau. Ja, gut, das machen wir das nächste Mal ernsthaften Loot herbringen. So. Wenn der auch mal wieder respawnt, vielleicht sollten wir auch tatsächlich wir Zeit haben mehr als. Wir haben 7000. Pre-War-Money immer noch. Oh yeah. Ja, aber gut mit. Das ist das ein Spiel, Pre- und Post, und wir machen jetzt sehr viel mit Add-on und Level und Equipments, das nicht necessarily dafür designed war. Ja, das Gunrunner Arsenal war dazu da, um Waffen in das Spiel zu bringen, die Caps wert sind. Wir holen uns mehr. Yeah, is there anything else I can do to help the Thorn? Cazadors are extremely deadly. Yeah, find them. Wir sind eh schon, haben eh schon die Nähe von Red. Yeah. Red Rock Canyon. Weißt du was? Nur ich hab gerade ehrlich gesagt. Lust auf Musik. Welches spielt das Mojave Music Radio? Relativ ähnliche Sache. Also es gibt einige Überschneidungen mit Radio New Vegas, wie Johnny Guitar und ich glaube Big Iron. Aber sonst ist es mehr Musik ohne Gequatsche. Mhm. Oh, nice. Von Jacobstown oder von Red Rock? Ich glaube, es war das Red Rock Drug Lab. Das war... Ich brauch mal hey, er ist endlich da! Wer? Der eine Drug Runner, den wir für sie wieder gefunden haben. Ah ja. Na, er hat nichts Interessantes. Da muss ich ehrlich zugeben, ich schaffe das in First-Person-RPGs nicht, dass ich die ganzen Buff-Mittel verwende. Da habe ich mir in Baldur's Gate 3 wesentlich leichter getan. Ja, wenn du einen Runden-Modus und eine Bonus-Action hast. Ich hoffe, wir können das vorne rechts. Vor allem, wenn du es auf
Tactician spielst, wo das Game davon ausgeht, dass du das für jeden Encounter so oder so verwendest. Sei mal ehrlich, zum Thema Baldur's Gate 3 Nerden, wenn du große Vorräte an Hill Giant, Strength Potions organisierst, was du am Anfang vom Spiel sehr einfach kannst, darauf wahrscheinlich, yep. Oder? Ja. Dann, also ich bin ehrlich gesagt an dem Punkt, vor allem bei der das Spiel relativ großzügig erlaubt zu resten, auch wenn es auf Tactician ist, dann die Frage, machst du einen Dungeon mit einem Rest oder machst du einen Dungeon mit mehreren Rests? Und was wir damals bei Baldur's Gate 2 gerestet haben in Dungeons, boah, wegen Spellslots und so. Also, sei mal ehrlich, teilweise denke ich mir, warum sammle ich überhaupt die Heiltränke? Ich brauche die Heiltränke schon nicht einmal. Genau. Selbst auf Tactician, weil du kannst dann ein paar so lame Sachen machen. Ja. Also, wenn du einen Monk unleashed auf Gegner... Was mir mittlerweile... Vor allem, was meine Usage an... No! Ja, jetzt wird der Mountain Goating gefragt. Das lässt mich da nicht einmal springen. Siehst du, wenn er da runter geht, kann ich... Oder musst du da extra über die... Klippen am Rand. Das ist zum Beispiel die. Welche wenn Klippen? Du links neben dir den Face anschaust, dass du zuerst auf den rauf gehst. Den Path da. Ja, so ungefähr. Ja. Okay, da haben wir NCR-Soldiers. Das sind die verschiedenen Clans in der Stadt, oder? Müsste sein. Oder vielleicht geht's darauf, ja. Auf den einfacher zu besteigenderen Hügel. Gut möglich, weil das eine hat sehr ausgesehen mit dem Hut wie die. Was auch immer. Nicht ja. Gomorras. Ja. Die haben alle so dumme Namen, ich hasse es. Was ich eigentlich vorher noch sagen wollte, eigentlich zu Quest in Fallout 2, auch zu dem Holz nachlegen in einem Ofending sehen. Hm. Es macht auch teilweise Sinn, easy. Ja, das schaut einmal gut aus. Wenn man easy Quests am Start hat, hat man den Kontext so. Am Anfang habe ich Leuten. Es ist geil. So, am Anfang habe ich Leuten Holzstücke durch die Gegend getragen und jetzt mache ich irgendwas. Ja, und jetzt habe ich. Wenn nicht immer alles dieselben unendlichen Fetch-Quests sind, funktioniert das. Und Fallout 2 hat auch einige nicht optimale Quests, aber gerade du merkst, dass diese Stadtquests, die mehr. Es hat meistens diese Stadtquest mit Fetch oder überzeug wen und dann die Wholesome-Ding von irgendwo anders Quest. Ja. Oder die ersten Locations haben noch eher so harmlose, ein bisschen. Sehen die Ratten und das Zeug in. Im. Klamath. Ja. Oder den und dann eskaliert es halt. Weil du am Anfang in Fallout 2 dann noch nicht einmal. Also, da musst du ja. Ist immer gerechnet, dass du am Anfang mal Ratten ohne Firearms bekämpfst. Was allerdings auch schon. Ja, wir haben gerade den Käsador in die Wand reingeschossen. Now it's dead. Nummer 300 Kreaturen, dann haben wir God of Murder. Für die Riot Shotgun gibt's keine Upgrades, oder? Nein. So, ich muss jetzt mal Fragen stellen, wo zur Hölle sind wir gerade? Ich habe nicht das Gefühl, dass das der richtige Weg ist. Ja, weil jetzt auf jeden Fall nicht mehr, sondern... Okay. Haben wir ein bisschen so vor, weil wir auf Käsedorf zugelaufen sind.
Vielleicht finden wir von hier aus einen Weg in den anderen. Ja. Das ist ein bisschen frustrierend. Es ist eine Sache, du sagst, okay, finde sie. Dieses, du kriegst den Map-Marker und die Frustration erwächst daraus, dass du aber randomly uneinsichtige, unpassierbare Cliffs zum Kreuzen hast. Es gibt Spiele, die das besser machen. Wie gesagt, was mich ja sehr verdorben hat für die Art von Spiel, war eben Horizon Zero Dawn, wo ich jetzt noch Forbidden West spielen muss, nachdem es endlich am PC ist. Und das hat einen... Ich glaube, das ist immer noch hergekommen. Und das hat mich so ein paar Sachen verdorben, weil es abgesehen von Dodging... Da hast du oft sehr oft diese Sache, okay, du siehst, wo du hin musst, und dann ist die Frage, okay, wie kletterst du da drauf? Und das ist halt mehr ein bisschen eigentlich ein Jump-Puzzle. Es ist mehr auf der Puzzle-Seite als auf der Dexterity-Seite immerhin. Und das funktioniert auch. Ja, es sieht schon mehr aus wie ein Weg. Ich glaube, das dumpt mich beim selben. Ja, aber es dumpt dich höher. Thank you, Game. Thank you, Game, and fuck you. Dass du nicht weißt, kann ich da nicht, darf ich da nicht, kann ich da nicht. Ja, Arschlöcher. Ja, es ist halt auch ein bisschen, dass sich, ich glaube, Obsidian mehr dafür entscheidet. Das komme ich da nicht weiter, weil das vielleicht der Kartner? Nein. Nein. Ja. Meine NPCs haben eh schon lange aufgegeben. Du warst am richtigen Weg. Ich glaube, du musst noch mehr. Ja, aber ich. Hüpf. In die. Ja, wenn es mich nicht mehr hüpfen lässt. Und ich sei mal ehrlich, die Steigung darf da auch nicht das Problem sein. Kannst du vielleicht einmal nachschauen, wie man da offiziell hinkommen soll? Es beginnt nämlich frustrierend zu werden. Ich weiß, aber ich glaube, das ist der. Es ist der einzige Weg, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber ich kann da nicht entlang gehen. Sieht die Power Armor aus? Du meinst, dass das einen Unterschied macht? Ja, weil sie deinen Movement Speed reduziert. Ich verstehe es nicht, warum eine gerade Linie hier nicht okay ist, aber hin und her Clipsäcken geht. Okay, aber danke, dass du mich da motiviert hast, dran zu bleiben. Aber Game Designer, seriously, what the fuck? Das ist ehrlich ein Spiel, wo ich irgendwelche Movement- oder Jump-Speed-Perks... Ich vermisse... Acrobatics aus Oblivion. Ah, das ist geil, wenn dann die Trümmer runterregnen. Yep. Bin ja zum Glück leicht zu amüsieren. Ich vermisse den. Das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich mal wieder Oblivion spielen wollte. Vor allem jetzt, wo ich weiß, wie ich das Game abusen kann. Gibt es nicht Leute, die versuchen, Oblivion in der Skyrim Engine oder so neu zu machen? Die bauen das Ganze ganz Cyrodiil, glaube ich, sogar nach. Aber einfach die Sache, also, was ja auch der Grund ist, warum man in Skyrim keine Space machen kann. Weil in dem Moment, wo du jeden Spell mit Soul Trap auf dich selber, wo du ein Attribut steigern kannst, mit der Kombination von Soul Trap auf dich selber, was nie abläuft, und du dann deine Werte ins Unendliche steigern kannst. Seems legit. Ich muss aber sagen, ich habe ehrlich gesagt, außer Daggerfall ein bisschen Harry Boon hat hergefunden.
Teleport. Die Elder Scrolls-Spiele nie wirklich angegriffen. Aber das wird da drüben. Wir schauen dann über das. Ich muss leider ehrlich zugeben, ich finde es interessanter, dabei zuzusehen, wie andere Leute in den Elder Scrolls Spielen lustige Dinge machen, als sie dann selber zu tun. Beweisstück A, mein Current Skyrim Playthrough, bei dem ich den Spotify Restoration Glitch angewandt habe. Ah, das ist jetzt im Prinzip der Dungeon, okay. Also wir müssen jetzt nicht noch durch einen Dungeon, okay. Ich bin ein bisschen versöhnt. Das war das ganze Puzzle, okay. Was für ein Glitch? Da liegt übrigens ein toter rum. Nicht der. Andere Seite. Es ist sogar ein toter Mutant. Ja. Oh. Haben wir schon einen Batman? Ich glaube ja, aber man nimmt's. Ja. Aber wir haben so viel. Also der funktioniert so. Du kannst nicht mehr direkt Tränke herstellen, die deine Verzauberung verbessern, und du kannst keine Enchantments herstellen, die dein Enchantment verbessern. Also du kannst keine Tränke herstellen, die deine Alchemie verbessern, und du kannst keine Enchantments herstellen, die keine Enchantments verbessern. Weil du sonst in einer Skill-Loop drinnen... Also du kriegst dann XP dafür, die das Ding verbessern, und es wird verbessert, weil du es mit dem Attribut selber verbesserst. Genau. Which allows you to go infinite. Ja. Das geht nicht wirklich, aber was irgendwie seit ewigen Zeit nicht gefixt wurde, ist, warum auch immer die Fortify Restoration Magic, der Fortify Restoration Magic Trunk die Stärke deiner Verzauberung verbessert. Das heißt, wenn du jetzt eine Gear hast, das deine Alchemie verbessert, und du trinkst eine Potion of Fortify Restoration, wird der Amplifier für die Alchemie besser. Was heißt, dass du so eigentlich stacken könntest? Dass du so stacken kannst. Dass du den nimmst, den trinkst, das ganze Zeug an- oder ablegst, weil das Part des Glitches. Übrigens, zum Thema einfacher Weg hin, wenn wir von Jacobstown gegangen wären, wäre es trivial gewesen. Yep. Vielleicht ist es auch nicht gedacht, darauf zu gehen, und wir haben es trotzdem geschafft. Okay. Ja, ja, aber ich meine, seien wir ehrlich, dass RPGs brechbar sind, ist an dieser Stelle eigentlich nichts Neues und erwartbar. Ganz, ganz ehrlich. Ja. Das ist auch bei Baldur's Gate 3. Du kannst natürlich halt immer den super optimiertesten Shit spielen, oder du kannst dasselbe noch eine Challenge machen. Und seien wir ehrlich, der schwerste Fight für mich auf Tactician oder der mühsamste, war nicht immer die, wo die Feinde mehr HP oder so Shit haben, weil wenn du es richtig machst, gehst du in den Fight rein und Stunlock mörderst sie mit Lissell und 13 Attacken oder sowas eh schnell. Vor allem, wenn du weißt, was passiert, das ist in diesem Spiel immer so. Hast du einen. Also das ganze Blind Iron Man ist natürlich eine schlechte Idee, weil du manchmal eine Dialog-Choice vom Tod weg bist. Selten, aber doch. Ja. Die sind zwar obvious, aber trotzdem. Aber viel Challenge kommt halt auch davon, nicht zu wissen, was die Gegner tun. Nur wenn du lädst und deinen Plan dran anpasst, geht vieles. Und wenn du das weißt, kannst du viele Fights hier klassisch mit Barrelmancy und Stunlocking und sonst was lösen. Und der Tactician ist schon wurscht, weil sie nie dazu kommen, dir weh zu tun, im Idealfall. Genau. Und bei anderen RPGs ist auch, ja, es ist... Das Problem ist, geht das RPG davon aus, vor allem früher, bevor du einfach Schwierigkeitsgrade hast, wo du sagst, ha, und für euch Lehmer machen wir super awesome Schwierigkeit, und dem könnt ihr zeigen, wie ihr lähmen könnt, oder sagt der Spieler, mein Default ist, dass du es brechen musst, um es durchzuspielen. Und das, oder so wie die Japanischen, die dann sagen, da gibt es noch den Super Secret Boss, von dem du 30 Stunden grinden und einen guten Plan haben musst. Ja, der
der eh ist und dann vielleicht nicht einmal irgendwas Besonderes macht, sondern einfach nur eine weitere Cutscene. Ja. Ist das anything else? Ja. Deathclaws. And our most feared contenders. I want you to be the one to deliver the sacred eggs to me personally. Caesar Claws. Immer noch der beste Wort. Gefallen dir Vegas. Was ist das Beste? Caesar Claws. Eine Kombination aus Caesar und Death Claws. Ich meine, stelle Death Claws mit. Stelle Deathclaws vor, die noch, die mehr so Draconids wären, wenn die noch so ein paar Flügel hätten. Stelle vor, die kreisen da, gestealthte, fliegende Deathclaws, die unsichtbar in der Luft kreisen und eine Teife, okay. Und der erste Moment, wo du was mitbekommst, ist, wenn du ihre Krallen im Rücken hast. Weil sie adlermäßig natürlich, Haben wir das Quest nicht angenommen? Ich glaube, du hast die entsprechende Dialog-Choice nicht genommen. Ja. Außerdem müssen wir Rex wieder aufpicken. Where did Rex get lost? I don't know. Somewhere. Ah, da war ein Mitmarker für den Hund. Oi. Ja. Ich hoffe. Ich meine, auch bei Baldur's Gate hat man teilweise NPCs machen. Ich hoffe, ich habe mir das Quest nicht. Wer kann ein Find Death Clerics? Ja. Okay. Da würde ich empfehlen, noch, dass wir nach Quarry Junction reingehen. Waren wir überhaupt schon in Quarry Junction? In Quarry Junction selber nicht, aber wir haben uns ein bisschen am Weg hingeschossen. Ist das sicher was, dass wir. Warte. Ah ja, dann brauchen wir mal unsere Meat Shields. Ja, ich glaube, es ist besser. Warum ist Rex bei den Gunrunnern? Die Frage ist, wollen wir Rex ist am Boden. Oder ist im Lucky 38? Ich vermisse die Zeiten von Witcher 3, wo der Quest eingesetzte Mapmarker sofort verschwunden ist, in dem Moment, wo du durchgelaufen bist. Ja. Leider hat es nicht genug gehabt. Ich habe am Anfang gesagt, ich annotiere mir einfach alles und dann hat man nicht gleich aus Annotations ausgerannt. Aber naja, wenn man halt einen Haufen Enemies. Ja, die Frage ist halt eher, ob wir uns die Deathclaws für die nächste Episode aufheben. Ja, ist glaube ich fast gescheiter. Genau, weil Rex natürlich nicht mit dem Aufzug mitgefahren ist. Wann ist er? Das Problem war, dass wir die Presidential Suit besucht haben, die NPCs droppt. Sie aus Respekt vor dem Toten. Ja. Yes. So, also Easy Mode und Hardcore Mode. Ja. Nein, ist es nicht. Quarry Junction ist ein netterer Ort. Okay. Quarry Junction ist keine enge Höhle. Think like that. Ah ja. Ich glaube, wir waren hier, weil wir Snuffers fixed haben. Ja. Und ich bin dafür, dass wir es uns fürs nächste Mal aufheben. Ja, vielleicht noch zum Abschluss einen. Ah ja, Snuffers war die Mole-Rat-Geschichte, ne? Ja. Stimmt, der Weg. Der Weg in Quarry Junction war da drüben, das gehört dazu, oder da drüben? Du musst weiter runter gehen und dann bist du vorm Steinbruch. Also das runter? Ja. Ja, jagen wir noch ein, zwei und... Ah ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie sehr die respawnen, weil da haben wir ja ein bisschen Großwildjagd betrieben. Die respawnen fleißig, bis du wirklich Alpha. Bis ich das Breeding Pair erledige. Ich meine, das ist auch genau. So, immerhin, das ist eine Konsistenz, die sie davon fordert, die sie zwischen Fallout 1 2 und 2 mittragen. Ich weiß nicht, wie es dann bei den Bethesda-Dings ausschaut. Relativ auch in die Richtung. Oh, das wollte ich übrigens ansprechen. Weil ich es letztens irgendwann gesehen habe, in
wenn Fallout Shelter irgendwas ist, nach dem man gehen kann, also das Mobile-Game. Ja. Handy-Mobile-Game. Ich glaube, es gibt es am PC, ich habe es damals gleich 5 Minuten probiert oder so. Ja, es sind... Ich hatte einmal eine Vault, die war ziemlich weit. Die war recht cool. Aber ich nehme an, an irgendeiner Stelle wird es Pay-to-Win sein, oder? Oder nein, Pay-to-Actually get somewhere? Nicht einmal. Es ist ein recht interessantes System gewesen, weil sie einfach gesagt haben, okay, wir... du hast deine Nuka-Cola Quantums als deine Pay-to-Win-Currency und du kannst deine Pay-to-Win-Currency ausgeben, dass deine Vault, dass entweder deine Gebäude eben instant fertig sind oder... Ja, ja, die klassischen Mechanics, dich anfixen und dann... Oder halt um deine Vault-Dweller während ihrer also Erkundungsflüge am Leben zu halten. Das sind das schon übrigens. Danke, Boon. Da hinten ist übrigens schon eines der Breeding Pairs. Na gut, dann speichern wir jetzt und beenden diese Episode. Und wenn er uns jetzt zerfleischen sollte, werden wir trotzdem wieder laden. Ja. Und mir selber eine Überraschung hinterlassen fürs nächste Mal. Jo. Ha. Ja. Anyway, Bethesda hat die Talking Deathclaws am Leben gelassen. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal und wir laden dann. Und ich finde, das ist ein fitting Ende für die heutige Episode. Die AI hat Anwandlungen. Okay. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es heißt Professor Faces the Deathclaw Alpha Male. Ja, passt gerade sehr gut. Boah, das macht. Mal sehen, wir können einmal schießen, aber. Ich muss es macht viel Schaden. Schon sofort entschuldigen. Ja. Ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.